Schönen guten Abend. Nee, wir haben keine WG. Ja, außer Chris und ich könnte man sagen, wir haben eine WG. Kekse. Waffeln. Nein, genau. Dama und Chris sind ein Paar, also ich und der komische Mensch da. Momo, Stefan und der Rest, die sind von woanders. Momo hält auch gerade meine Lieblingsmütze als Geisel fest. Ich vermisse sie sehr. Ihr seht Menschen durch das Bild laufen. Ihr seht, Chris hat, kann auch Hosen tragen. Hallo Frank. Herzlich willkommen, Lime-Toni? Ich bin mir unschlüssig. Aber Adgor, weißt du was? Guck mal, Adgor. Nur für dich. Nee, da sind nicht mehr als Chris, glaube ich zumindest. Sondern mehr als du? Menschen? Nee, er sagt nein. Enrico war da die Tage. Oh, Verzeihung. Ihr solltet schneller auf den Knopf drücken. Ich bin immer noch krank. Ich glaube auch, aber auch immer noch, mein kaputtes Auto macht mich auch krank. Ich möchte heute kranke Menschen heilen, wenn ich das kann, wenn mich das Spiel lässt oder so. Wir spielen jetzt aber einfach mal. Jetzt haben wir übrigens, gerade eben hatten wir Montag. Also Montag. Chris ist unser Montagsmaler. Und jetzt haben wir wieder Dienstag. Jetzt darf ich wieder Tales spielen. Pardon. Ich bin nur gerade selber. Ich habe mich schon wieder vor Verwirrung selbst verletzt. Hier ist jemand. Zwei Tage in einem. Das gibt's auch nur hier. Unser stellvertretender Direktor. Genau, und wenn Tama fertig ist, ist Mittwoch, zumindest fast. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mein Kopf ist kaputt. Was wollte ich sagen? Helft mir. Es fällt mir bestimmt wieder ein. Auf jeden Fall überlegen. Also komme ich aktuell tatsächlich in die Überlegung, dass wir uns ein komisches neues Gefährt zulegen. Ich habe mich so ein bisschen in den Mietwagen, den wir am Wochenende hatten, verliebt. Ich weiß noch nicht, ob das gut für mich ist. Konnichiwa. Tarieshin wa dou desu ka? Taimashi-sama ga inakute odoroita deshou. Irgendwann gibt es dann das Spiel Tales of Tama. Es war ein Opel Corsa, ich glaube, irgendwas mit E. Chris sagt, bestätigt mit E. Opel Corsa E. Wisst ihr, was geil war? Ich hatte Lenkradheizung. Es hat sich so toll angefühlt, dass meine Finger kalt waren. Es war das Schönste auf Erden. Oh, oh, bring mir was zu essen mit.
Vielleicht verliebe ich mich aber auch einfach schnell. Ich weiß, bin mir nicht. Ach, du hast einen Opel Corsa E oder was, Kilian? Also, du hättest auch gerne uns Auto leihen dürfen. Dann hätte es bestimmt keine über 100 Euro gekostet plus 300. Wie heißt es nochmal? Kaution. Mein Kopf ist heute echt kaputt. Ah, du hast eine Opel Corsa in Dunkelblau. City mit Lenkradheizung. Lenkradheizung und Sitzheizung natürlich auch. Das ist so total eine tolle Sache. Gehe ich total drauf ab. Kannst du empfehlen? Also aus längerem Gebrauch kannst du das so ein Auto empfehlen. Genau, eigentlich wollte ich nur das Lenkrad. In jungen Gebrauchten. Aber wir wollen doch ein Mädchen haben. Naja, ich hatte meinen Smart 10, fast 10 Jahre und hatte bisher keine Probleme mit ihm. Artorius ga mura o sukutta to itte ita na. Chimyakuten da kara ka? Wakaran. Doumo jōhō ga sakusō shite iru na. Nanda ka? Nee, das Mädchen soll ungebraucht sein. Ein gebrauchtes Mädchen wäre ja, glaube ich, ein adoptiertes Mädchen, oder? Man kann sich mit diesem Chat hier nur ins Chaos reden. Ich bin mir unschlüssig, wo ich hin will. Guck mal, Katze in Fenster oder was auch immer das ist. Ich bin für Katze. Ich mochte den Corsa auf jeden Fall. Ich hatte meine Anfangsstartschwierigkeiten, aber sehr hübsch. Was ist der Unterschied zwischen Autoklima und normale Klima? Das musst du mir jetzt erklären, Kilian. もうすぐ鳥江神の魚祭りがあるから今度はアバルの人たちをおもてなししないとね。僕、漁師のおじさんの手伝いして美味しい魚を捕まえるんだ。何が取れるかしら。ネットね、しめ鯖とネギトロとあとカモネギ。それは全部料理の名前よ。しかもカモは鳥よ。 5-Türer würde ich auch haben wollen. Ich will unbedingt ein Auto mit, wo wir auch wieder mit Freunden unterwegs sein können. Weil ich habe das richtig schön gefunden, einfach mit einem anderen Auto zu fahren. Und halt nicht nur ich und Chris.
Ich weiß nicht, ob man verstehen kann, was ich meine. Aber es war schön. Klima ohne Einstellung der Temperatur ist Autoklima. Ah, okay. Also Autoklima kannst du einfach einstellen. Ich möchte jetzt minus 15 Grad im Auto haben. Und bei normaler Klima stelle ich halt einfach einen Regler auf kalt. Richtig? Oder habe ich es falsch verstanden? Gesundheit. Ich fand auch für mich selber diese ganze Sache sehr faszinierend mit diesen ganzen Anzeigemöglichkeiten aller. So und so viele Kilometer kann ich mit dem Tank noch fahren. Bei der aktuellen Fahrlage verbrauche ich so und so viel. Kenne ich alles gar nicht von meinem Smart. Das automatische Licht habe ich bisher nicht verstanden. Von dem reden wir nicht. Dankeschön. Also, ich kenne nichts anderes als die Regelung kalt, eiskalt und andere bei Richtung Warmhölle. Warm Chris sagt, bei mir ist immer Warmhölle. Mir ist aber auch mal eiskalt. Also kein Wunder, ist bei mir Warmhölle. Ich weiß ja nur nicht, wie wir uns das Ganze leisten sollen, können, dürfen, wie auch immer. Es wird noch ein Abenteuer. Vor allem ist der Smart ja noch auf meine Mama angemeldet. Also erstmal muss ich ihr irgendwie verklickern. Ja, ich will den Smart eigentlich gar nicht mehr reparieren lassen. Ich will lieber ein neues Auto. Ja, ich würde auch in der Hölle frieren. Das ist richtig. Das stimmt. So, wie komme ich da oben raus? Vielleicht einfach indem ich den Ausgang da rauslaufe. Wäre eine gute Idee, oder? Abarumuraka. Zuiben mukashi da ga funanori nakama kara uwasa o kiita koto ga aru. Tokubetsu na mono wa nani mo nai ga 素朴で愛想のいい人たちが多いとか。それはどこにでもある田舎の村で船。昔のベルベットも。え、ウィドヒティ、トゥ、ワサビクザクタルナ。そうじゃないよ。いいじゃないか。大体事実だ。きっと素朴で真面目な少女だったんじゃないでしょうか。 Vielleicht war sie aber auch ein Dämon. それが今では最下の犬種とはの。昔の仲間と会えれば今のベルベットが失ったものが浮かび上がるやもしれんの。
Schalalala. Kämpfen wir mal gegen die Gegner. Mal gucken, ob ich wieder instant sterbe. Hoch. Die Anemonen, die sind schwieriger finden als die Dämonen. Und deswegen bekämpfen immer Anemonen. Dämonen. Jetzt habe ich mich schon wieder vor Verwirrung selbst verletzt. Ach, da war gerade irgendwas Blinkendes, oder? Da, tatsächlich. So, komm mit mir ein Räubchen. Bewegt sich jetzt irgendeiner von euch noch? Hallo? Hallo, ihr zwei zusammen, bitte. Dann halt so. Willkommen zurück, Chris. Hast du hergefunden? Ja, die hatten wohl definitiv keinen Bock. So, dann sind die auch hinüber. Das Leben sind wir wohl aktuell gut, ganz gut ausgestattet. Ja, zu zweit nehme ich Stirb! Immer diese Akkus. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, das Handy einfach direkt in die Steckdose zu stecken, wenn ich irgendwas gucken würde über das Handy. Blöd halt nur, wenn man unterwegs ist und keine Steckdose parat hat. Nein, ich steck. Ach, Adgor. Ich steck meinen Finger in die Steckdose. So. Ich hab Hunger. Ob ich irgendwo eine frische Waffel finde? Okay, wenn ich sie finde, ist sie wahrscheinlich nicht frisch. Ich habe ein Problem. Das nennt sich Hunger.
Wollt ihr denn behaupten, ich wäre nicht wach genug hier? Ich bin ja auch müde. Aber ich bin ja auch schon sehr nervlich angespannt heute gewesen. Und hepp. Nee, auf der Arbeit eigentlich weniger. Ich meine, gut, da ist auch immer wieder stressig, aber immer noch das Auto halt. Ich will mir keine Gedanken mehr wegen Auto machen müssen. Ich bin da halt in der Hinsicht gerade so ein kleiner Jammerlappen. Naja, sagen wir so, es ist halt immer noch nicht ganz. Ich habe auch Zweifel, dass es eigentlich noch mal ganz wird. Ich würde gerne etwas gegen diesen Zustand machen. Kann ich auch endlich wieder Hoverboard? Kann ich eigentlich hoch? Nee, kann ich nicht. Okay, nee, die Viecher sind nicht unter meinem Level. Hoch? Ah, für einen kleinen Moment dachte ich, das Spiel hängt. Was mich halt aktuell so ein bisschen verwirrt, ist so diese Aussage von der Werkstatt. Ja, wir haben es jetzt sauber gemacht, fahr mal eine Woche damit, dann gucken wir, was los ist. Oh, blöd. Eben, Toys R Us gibt's ja nicht mal lang. Kann ich zwei von den Schweinen anlocken? Hm.
Oh, oh. Den habe ich nicht gesehen. Es ist halt einfach eine unangenehme Situation aktuell. Weil ohne Auto ist es halt für mich schwierig, einfach auch zur Arbeit zu kommen. So, Eva, Merbet, warum ist Kangok-Tau eingeladen worden? Das ist, Kangok-Tau-Schuhjin-No-Kegare-O-Kanon-Schi-Ni-Okuru-Tame. Wo ist mein Tee? Wo ist mein Tee? Das mit Tee. ベルベットは村人を全員食い殺したと言っとったからの。あの話は事実ということですか。わしは知らんよ。アイゼンのコインで占ってみ。だからそれでは別の理由も考えられる。ベルベットがアルトリウスが初めて捕らえたクーマだったとすれば。でもポイティエが gefunden。zumindest eine gute Sache。そうだ。アルトリウスは 地脈点と汚れが揃った監獄塔に特別棒を作り、ベルベットを使ってクーマの。Wenn ich ja nicht Patin wäre und auf Quoten und Zeug achten müsste, würde ich sagen, hey, lasst mich, solange ich kein Auto habe, einfach Heimarbeit machen. Ich würde einfach ganz doll betteln. 推測に過ぎん。だが、弟を生贄にする男は。Aber ich muss halt leider auf Quoten und Zeug achten. Chris hat gerade Remote Desktop. Das Problem ist, ich kann nicht per Remote Desktop zu den Leuten hinlaufen und sagen, telefonier nicht so scheiße. パラミデスの海底聖殿やイボルクの地底聖殿みたいなものを想像しているのなら期待外れだと思いますよ。ヘレノーは行ったことがあるの？いえ。でも Wobei ich wesentlich angenehmer die ganzen Personalsachen machen könnte, wenn ich nicht die ganze Zeit eine Nervzecke im Ohr hätte. Gut, das ist ja nicht nur eine. Was nicht heißt, dass ich ausdrücken möchte, dass die Leute nerven. Aber es ist halt manchmal echt anstrengend, wenn du was machen möchtest und alle fünf Minuten steht jemand neben dir. 数年前までは正式を辞退が消えそうだったほどだからな。そうだね。けど今後遺跡調査が進めば、フォアムの間のビルチュー。地底と海底と北から空中聖殿とかな。空中聖殿。夢はありますけど、いくら古代の文明が発達していたと言っても。さすがに空飛ぶ聖殿は無理か。 Oh, die Situation kennst du, Adkor. Außer, dass bei dir die Leute halt nicht telefonieren, ne? Oder telefonieren sollten. Das ist eigentlich auch mal eine interessante Frage. Wie viele Mitarbeiter sind in so einem Teddy beschäftigt? Und was machen die den ganzen lieben langen Tag? Machen die sinnvolle Dinge? Wenn es mir so viele Tränke des Lebens entgegenschleudert, will das Spiel mir irgendwas sagen? Wie ist es denn bei dir so, Hardcore? Ach, du musst dann bei den ganzen anderen Filialen aushelfen, oder wie ist das so bei dir? Wenn die anderen Filialen da anrufen bei...
Oh, jetzt bin ich aber. Jetzt bin ich neugierig, Adkor. Wegen was für einem Scheiß wirst du so angerufen? Ich meine, ich kenne ja auch sehr viele Möglichkeiten, wo ich mir denke, auch einfach teilweise denke, wie soll ich denn bitte da helfen? Ja, was habe ich getan? Ich habe irgendeinen falschen Knopf gedrückt. Ach so. Okay. Jetzt ist alles wieder normal. Ach ja, du musst auch in die... Ups. Ich glaube, ich sollte aufpassen hin und wieder mal, oder? Ich muss auch in die anderen Filialen und helfen. Das klingt natürlich bitter. Hallo? Jetzt fängt das schon wieder an. Hör auf, mich zu schlagen. Ich finde das nicht nett. Irgendwie bin ich gerade zu blöd. Hier sind gerade zu schnell für mich. Rettet mich! Rettet mich! Rettet mich! Oh, jetzt habe ich irgendwie wieder weitergehört. Ich bin gerade echt zu blöd zum Spielen. Alle Jahre mal wieder. Und meine Kasse funktioniert nicht. Klingt nach einer tollen, nach einem tollen Problem. Neue Öffnung, Schließung, Wiedereröffnung. Okay. Wird neu eröffnet, schließt wieder, wird wieder eröffnet. Ja, ich glaube, mit meinem PC stimmt etwas nicht. Das ist auch ein sehr schöner Anruf in der IT. Mit Telefon anrufen, sagen wir, Telefon geht nicht. Das. Ich überlege, was ich so Geiles mal irgendwann hatte. Ob mir da irgendwas einfällt. Ich habe auch genug geniale Sachen. Vor allem auch so Anrufe. Mein Programm funktioniert nicht. Was muss ich tun? Okay. Fangen wir von ganz vorne an. Welches Projekt wird telefoniert? Weil mein Programm funktioniert nicht, ist sehr gut, wenn man nicht weiß, welches Projekt telefoniert die Person. Der Gutschein wird nicht angenommen. Probier mal das und das. Oh, okay. Dankeschön.
Und man kann sehr geile Sachen erleben. Manchmal komme ich mir vor, als denken die Leute denken, man wäre Gott, wenn man helfen soll. Manchmal war es ganz praktisch, sich einfach auf den Computer von den anderen einloggen zu können und zu sagen, klick, klick, klick zu machen und sagen, erledigt. Wobei, dann würden sie noch öfters mit irgendwelchen Problemen ankommen, wette ich. Der Kunde hat was im Online-Shop gekauft und möchte das umtauschen. Wie mache ich das? Drück halt die Taste Umtausch Webshop. Oh, wie geil. Ja, aber so Sachen. Genau so Sachen kenne ich zu Genüge. Drück halt einfach den Knopf. Wieso rufst du eigentlich bei mir an? Oh, nee, sterben möchte ich gerade nicht. Autsch, ich sagte, ich möchte nicht sterben. Lol. Bis mehr. Schulung mit der, was war's? Abteilungsleitung, Dienstleitung, IT. Waren im Seminar, sie bekommt einen Anruf und einer musste niesen. Die erste Frage des Telefons war, ob da ein Hund in der Nähe ist. Glorreich. Echt glorreich. Oh, Truhe. Oh, ich glaube, ich habe jetzt keine Katzen-Dinger mehr. In der Truhe war noch nicht mal was für mich drin. So, die Viecher werden noch fleißig gemetzelt, weil ich Level will. Warum finde ich es halt auch immer so geil? Eigentlich haben wir für alles Handbücher auch ausgeteilt den Leuten entsprechend. Mit schönen Anleitungen, was sie tun sollen. Und sie stehen trotzdem alle 3 Sekunden vor einem. Ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe Leute wirklich schon weggeschickt mit der Aussage, guck in deinem Handbuch nach. Weil ich dann einfach der Meinung war, man kann sich auch dumm stellen. Ich meine, ich verstehe, wenn irgendwas wirklich schlecht beschrieben ist in einem Handbuch. Aber wenn es halt wirklich für Dumme beschrieben ist, finde ich einfach nur, oder sagt mein inneres Wesen halt, mit Nachdenken wäre einem schon sehr viel geholfen. Gute Nacht, Chris, bis morgen. Ich finde das lustig, wenn die Sachen kurzzeitig verschwinden auch. Oh, wir hatten so viele von den Dingen, jetzt haben wir halt nur noch über an die 50. Ja, dummstellen ist nicht nur der Standard, wenn es um IT-Probleme geht. Menschen stellen sich allgemein immer gerne dumm.
Ich glaube, ich sollte speichern, wenn hier ein Speicherpunkt kommt, oder? Klippenfahrt von Pernia. Ja, das ist auch das Geilste. Wie viele Stunden bekomme ich für Urlaub? Du hast Zettel X gelesen und unterschrieben, oder? Unterschrieben, ja, gelesen, nur so beiläufig. Merke ich auch immer wieder. Bei uns heißt es ja auch, keine Handys am Arbeitsplatz haben, ne? Was meint ihr? Wie viele Handys sehe ich immer, wenn ich... Oder beziehungsweise, wie vielen Menschen muss ich mal sagen, Handy vom Tisch? Ich hätte wahrscheinlich schon sehr viele Abmahnungen schreiben können. Also die haben auch unterschrieben, dass das Handy entsprechend nicht am Platz ist. Eigentlich sollte man halt wirklich bei so Sachen hart durchgreifen, weil die meisten denken halt, leider passiert doch eh nichts. Aua. Oh, jetzt würde ich gerne wissen, wie deine Reaktionen auf Handys sind. Also Handys am Arbeitsplatz. Oh, hallo, du. Tschüss, du. Ja, sowas kann halt passieren, wenn man sich nicht an die Regel hält, dass man einfach auch nicht übernommen wird oder so. Weil das sind halt kleine Verhaltensregeln, die viel ausmachen können. Sowas tut halt wirklich schon über genommen werden oder nicht genommen werden entscheiden. Ich könnte auch jedes Mal, ich mache ja den Bewerberkram bei uns auf der Arbeit, jedes Mal über die Dummheit mancher Bewerber den Kopf schütteln einfach nur. Hat er heute zum Beispiel eine E-Mail im Postfach? Ja, Frau Molitor hat gesagt, sie wollte sich bei mir nochmal melden, ob der und der Termin auch definitiv klappt. Ich weiß aber generell, dass ich bei solchen Anrufen, wie das war, keine genauen Termine ausmache. Ich habe mich einfach nur verarscht gefühlt. Weil ich prüfe diese E-Mails selber durch, wo das hingekommen ist. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, dass wenn eine Befüllungsanlage für Chemikalientanks auf Zügen dreimal so viel rauspumpt, wie reingeht, weil niemand die Anlage stoppt. Wegen einer Serie auf dem Handy. Das ist ja... Vor allem Serie auf dem Handy angucken während der Arbeit. Warum? Man ist auf der Arbeit. Wenn man Pause hätte, würde ich es ja verstehen. Aber halt während der Arbeitstätigkeiten, nein.
この距離なら外しません。ゼロの方吐く。次だ。効果でそこじゃれいライダー。効果でそこよ。しまった。逃がすかよ。そこよ。しまった。風のライダーを封印しよう。影すばらしい。やらせよ。覚悟もなしに立ちふさがるな。Hat Gott eine schöne To-Do für Handystraftäter. Vielleicht sollte ich auch mal den Leuten sagen, wenn... Gut, wir haben nur 3-4 Standorte. Aber es wäre lustig, mal alle an einen anderen Standort zu versetzen. Die sowas machen. Hätte ich meinen Spaß mit. Schön wird mir anverbittert. Ich bin heute den ganzen Tag ohne Kopfhörer durch die Stadt gelaufen. Aber hab ich irgendjemanden angeschrien? Selbstverständlich. Boah, man sollte sich wohl als Systemintegrator ein bisschen mit Netzwerken und Serverstrukturen auskennen. So ein bisschen. Oh, ich fand das auch so schlimm. Ich habe gedacht, bei einer, der sich sonst nie benimmt, mal benommen hat. Okay, ich das Versprochene, dass er belohnt wird, das kriegt er dann auch entsprechend heute. War wirklich still wie ein Mäuschen. Ja, nachdem er die Belohnung bekommen hat, hat er wieder geplappert wie so ein Wasserfall. Und ich habe ihn wieder über das komplette Callcenter gehört. Ich habe gemerkt, es war ein Fehler und es wird nicht mehr passieren. Will man mal nett zu Leuten sein und dann Kekse. Wie, mit Word kann man schreiben? Mit Word kann man viel mehr als nur schreiben. Ich habe so das Gefühl, wahrscheinlich wäre ich besser als eure IT-Azubis, gerade eure Systemintegration-Azubis. Ich hab tatsächlich auch früher mal ein ganz kleines bisschen von dem Scheißdreck gelernt. Ist nur lange her, ist wahrscheinlich alles total outdated. Ja, man kann mit Exloch deutlich mehr machen als nur irgendwelche Tabellen. Ich bin zum Beispiel ein sehr fauler Mensch. Ich habe ja immer solche Admin-Zettel, wo ich meine Zeiten eintragen muss, was ich wie viele an dem Tag gemacht habe. Ja, ich muss die leider ausdrucken. Aber ich spare mir alles an Schreibarbeit mit Excel, was ich nicht schreiben muss. Wie zum Beispiel das Datum. Gebe ich einfach nur das erste Tag nach neuer Woche und solche lustigen Dinge an. Ja, stimmt. Visual Basic Makros und Zeug hat das natürlich auch noch. Aber da muss ich jetzt gestehen, damit habe ich mich nie größer mit beschäftigt. Aber Excel ist schon ein tolles Programm, wenn man es kann. Betonung liegt halt, wenn man es kann.
Schon allein, was man halt mit den ganzen Formeln anfangen kann. Ich wünschte, ich hätte mal das neuere Exne und nicht von, was habe ich, 2004 oder was auch immer bei mir auf dem Rechner auf meiner Arbeit. Beantragt habe ich schon vor ein paar Monaten, dass ich auch mal das neue kriege. Schalalalala. Hier hauen die Ogre rein. Schalalalala. Entschuldigung, ich habe gerade meine Phase wieder. Es ist halt echt schlimm, wenn man gewohnt ist, mit dem neuen Excel zu arbeiten und dann auf der Arbeit mit dem alten Excel arbeiten muss. Und man sich halt selber einfach so denkt, ja, ich würde gern das und das machen. Ich habe nur keine Ahnung, wie es im Alten eigentlich funktioniert hat. Dann habe ich wahrscheinlich 2003. Auf jeden Fall sehr, was sehr, sehr Altes. Mit zwei Nullen zwischendrin. Ich erinnere mich noch damals in der Schule. Ich war immer ein Tabellen, also eine Stunde den anderen voraus. Wenn es dann dran war, die Arbeit zu machen, hat der Lehrer gesagt, du hast die letzte Stunde schon gemacht. Oder surf im Internet oder mach irgendwas anderes. Und selbst dann habe ich es immer wieder geschafft, mich ein Blatt vor die anderen zu arbeiten. Also ich musste meistens die ganzen Arbeiten nie mitmachen. Chris disst mich gerade. Tja, Hide, das ist eine sehr gute Frage. Vermutlich liegt es daran, der Chris da neben mir. Vor allem halt, meine Arbeitskollegen haben das neue Office drauf. Nur ich muss halt aktuell mit diesem alten Ding rumgurken. Ich verstehe halt nicht, warum das so lange dauert, das umzustellen. Meinetwegen mache ich Urlaub, so soll den Scheißrechner mitnehmen und neu machen. Selbst die Chefin hat ewig warten müssen, bis sie ihr es gekriegt hat. Meines Wissens. Die tun halt immer nur, sobald sie einen Rechner neu machen müssen, tun sie das System aktualisieren. Das ist das Grundproblem an der ganzen Sache.
話にならねえな。効果でそこよそこだ。食らい尽くせ。呪い逃しはしな。インフェルノブルー邪魔よ。クラスター烈光神襲撃ヒット。この距離だ。Schlimme ist, mir macht's an sie echt, eigentlich echt Spaß in der Firma, aber mit diesen alten Systemen zu arbeiten ist halt echt nimmer lustig. こいつはどうだ。怪我はないの？Der Rechner ist halt auch arschlangsam. Ich hätte die Hälfte der die Arbeit in der Hälfte der Zeit mit einem anständigen System erledigt. もう大丈夫。Huch! Ihr habt den Aufschrei auch gehört. Das Schlimme ist halt, wir sind halt nicht nur irgendeine kleine Pizzle-Firma. Selbst bei unserem Standort sind wir, glaube ich, 50 Mitarbeiter mindestens, wenn nicht mehr. Autsch. Ach, falsche. Ach, warum war drücke ich mich hier? Stirb einfach. Oh ne, ich dachte, meine anderen Leute wären tot. Aua. Sagen wir, ich würde mir einfach mal ein neueres System wünschen bei mir. Ist allgemein. Man könnte so viel effizienter arbeiten, wenn man einfach ein anständiges System hätte, auf dem man arbeiten könnte. Na, wer kennt sie noch? Ja, sie ist der mickrige Dämon.
Flup, ich glaube, sie hängt an den Brüsten. Wo schon weglaufen? Ja gut, Edgar, du hast es ja auch selber gespielt. Natürlich kennst du sie noch. Genau, frag die Leute, was passiert ist. Zwei Möglichkeiten. Aber ich gehe jetzt erstmal da lang. Oh, ich muss ein neues Gericht auswählen. Aber ich würde sagen, sie kocht auch weiter. Aber keine Würstchen mehr. Mabo Curry. Darf sie machen. So, dann gucken wir mal, dass sie Level 6 kriegt. Dann darf unser großer Kämpfer Level 6 noch kriegen. Ja, oh, natürlich ein echt fieser Betrag. Das Schlimme ist halt, wir telefonieren Datenschutz und so einen Kram. Da sollte man meinen, es wird sich dran gehalten. Naja, aber unsere IT hört demnächst ja irgendwann auf, habe ich gehört. Bin gespannt, wie die neue IT das Ganze dann regelt. So, welchen? Ich gehe mal zuerst nach da. Oh, komme ich hier überhaupt weiter? Ich habe halt irgendwie so einen Raging-Tag, kann das sein? Es wird Zeit, dass wieder alles viel plüschiger wird. Boah, Vogel! Stirb, Schwein! Kono Kobushi, tomerare wa shinai. Eine anständig funktionierende IT ist halt schon was sehr, sehr Wichtiges. Vor allem, wenn man den ganzen Tag mit dem Computer auch arbeitet. Das ist jetzt meine Meinung. Oh.
Oh, ganz viele. Und hier kann ich wahrscheinlich dann nur wieder mit dem Hoverboard drüber, oder? Genau. Was wir ja noch nicht können. Oh, ich hab über 100 wieder. Fling, fling. Hä? Oh! Verdammt! Das ist nicht so gut, dass ich wenig vollgetankt bin. Au, au, au. Ich bin halt auch gern. Okay, jetzt kann ich das und danach kann ich das da. Na toll. Was auch immer das jetzt gerade sollte. Nicht sterben, Velvet. Aua! Der hat mich getreten. Ich guck mal kurz, ob mich irgendjemand rest. Oder ob das Vieh vorher stirbt. Ich sollte gelernt haben, dass es nicht klug ist, auf der Seite zu stehen von dem Vieh. Nicht sterben, Velvet. Ah, ist er gleich tot. Wenn ich nicht vorher sterbe? Können wir... Ja, vor allem nicht. Shikigami mo okotte da ne. Oh, Shikigami no kokoro ga yomeru no kana? Oh, nantonaku. Ich würde jetzt auch gern was Flauschiges auf meinem Schoß haben.
Ich hatte nicht mit einem fatalen Gegner gerettet. Ja, Adgo, ich weiß, dass ich mich blöd anstelle beim Spielen. Das ist jetzt aber auch nichts Neues. Und schon wieder Orientierung verloren für einen kurzen Moment. Flock. Bin nur mal wieder an zu vielen Gegnern vorbeigelaufen, sonst wäre das gar nicht so schwer, so. Ausreden finden. Nee, Schlaf brauchen Mensch auch absolut gar nicht. Es ist total überbewertet. Mensch hat für seine Katze da zu sein. Sklave der Katze. Ich verschwind mal rein. Die Gegend gefällt mir. Ich glaube, das Spiel meint das gut mit mir. Oder es will mir sagen, du, da kommt eine Truhe, die kostet verdammt viel gleich. Stell dich schon mal darauf ein, dass du sie nicht kriegst. Tales of Graces war aber auch ein ganz nettes Tales. Kann man spielen, hat Spaß gemacht. Nicht wie Zesteria. Lass mich da lang locken. Ich wusste es. Wie viele? 250. Da fehlen noch ein paar. Sagen wir, es gehört nicht zu meinen Top-Spielen. Es gehört ganz und gar nicht zu meinen Top-Spielen. Chris hat sich bei meinem letzten Part eingeklinkt, nur um mich extra zu ärgern. Vielleicht wollte er auch lieb zu mir sein, ich bin mir nicht sicher. Sugu
に詰ませるわよ。フラウド、円が昇竜脚。鎧の飛、鎧の飛、襲撃一刀。この距離なら外しはせん。ゼロの肩吐く。一刀だ。来い。双剣脚。勝ったかな。勝ったよね。In Schleife, die furchtbare Flammen heraufbeschwören kann. Klingt böse. Huch. Ich glaube, ich bin doch die falsche Richtung gelaufen. Ich muss nochmal zurück. とにかく落ち着いて確かめましょう。落ち着いてるわよ。私はちゃんと別人がニコって娘になりすましてるようには見えなかったが、本物だからこそ逆に不自然ということ。六郎、ああ、ここは用心堅固だな。そう、ach so, das andere wäre wieder zurück. Okay, okay, okay. Aber ich würde trotzdem gerne, glaube ich. Ja, ich würde trotzdem erstmal gerne darüber laufen. Wo sie einfach dort war. Keine Gegner, schon mal gut. Verzeihung. Nein, nein. Man ist nicht alt, ist mir, man ist reif. Heiß, 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 heiß. その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。早々に肩を打て。よし、追いかけられまい。それなら、肩でかけろ。蹂躙しろ。襲撃一刀。この距離なら外しはせん。ゼロの肩、吐く。セクラスト、スクリット。円が昇竜脚。せい、来い。見切れよ。邪魔するなら始末。すぐに済ませるわよ。ケメガラスト、好きにさせん。こいつはどうだ。豪華ゲージ。ああ。Eigentlich war er die ganze Zeit der Husten relativ gut. Ich glaube, ich bin einfach schon wieder zu viel am Reden. Aber ich will jetzt auch nicht aufhören zu reden. Ich würde hier was trinken, wenn mein Tee nicht so heiß wäre. Aber kalter Tee ist halt auch blöd. Ja, bald muss ich aufhören zu reden. Dann halte ich erstmal genug Gewinn in meiner Klappe für den Rest des Abends.
Dann seid ihr mir erstmal los. Zumindest bis morgen. Da geht's noch weiter. Soll Jana mal kämpfen. Naja, immerhin sättigst du dich durch ein bisschen durch Flüssigkeit. Weil je mehr man trinkt, umso satter ist man. Es fehlen halt nur so ein paar Nährstoffe dann. Aber nur ein paar. Wie mir halt 10 Punkte einfach fehlen. Sobald ich die 10 Punkte habe, drehe ich um und sammle das ein. So. Oh, Expedition ist zurück. Habe ich da alles? Ah, nee. Ohrenschützer fehlen noch. Da hatte ich alles, ja. Tee ist eine tolle Sache. Ich bin zwar kein Tee-Experte, aber ich weiß zumindest, wie ich meinen eigenen Tee mag. Schalalalala. So, wo führt das hier hin? Oh, das nehmen wir auch mit. Aber vielleicht sollte ich mal kurz zwischendurch schnell speichern. Oh, hallo. Du siehst ein bisschen böse aus. Mal gucken, ob wir ihn geplättet kriegen. Gespeichert habe ich auf jeden Fall. Flüssig ist der Tee ganz gut, ja. Spiel kann halt leider für mich so gut aussehen, wie es will, wenn es halt den Rest nicht mitbringt. Ach, so böse sehe ich doch gar nicht aus. Aua. Guckst du, es ist viel böser. Es macht mir Aua. Liegt da? Oh, guck auf den Boden. Ich habe das Gefühl, das Vieh wird gerade... Ach so, es hat 4. Das erklärt natürlich einiges.
表現無。そこだ。加え尽くす。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。ブリッドステップリッチ。効果陣じゃれないだ。聖夜効果陣。そこだ。食らい尽くす。こいつはそこだ。食らい尽くす。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。逃げられると思った。Müssen wir irgendwann mal Tee von dir machen lassen, Esmera. Danach kann ich wahrscheinlich keinen Standard-Tee mehr trinken. So aufwendig, aufwendiger Tee, also aufwendige so aufwendiger gepflegter Tee würde mich halt schon mal interessieren. So, dann mal kurz hier runter, weil jetzt müsste ich eigentlich die Dinge haben, um die Katztruhe zu öffnen. Schwupp. Jawohl, bitte öffnen. Engelsflügel. So flauschig sieht er gar nicht aus. Guckt mal, Engelsflügel. So, jetzt sollten wir uns wieder ein bisschen ums Weiterkommen scheren. Kleines bisschen zumindest. Ich habe so wenig Punkte jetzt wieder. Muss per Zeiten gucken, dass ich da wieder mehr von krieg. Wir laden uns einfach bei Zeiten alle bei SME ein. Finde ich für eine gute Idee, oder? Ich verbrenne mich leider auch immer wieder beim Kochen und Backen. Anders ausgedrückt, ich kann es eigentlich nicht wirklich. Aber ich versuche es mit Liebe zu tun, wenn ich es tue. インフェルノブルー。
衝撃脚追射と効果点そこよそこだ食らい尽くせそこよシャプーローカー起点ショック全砲火中逃しはしないインフェルブルー全そこをどけ縁が昇竜脚ちょっと待って待って待って待って待って待って襲撃一刀この距離なら外しはせんゼロの方吐くこいつはどうだソロアッアッコアトールネクサカラクタトールこれが死神の力だフェアリゾートフェアリゾートめっちゃ飛ぶぞ火だらけだハイヤーこいつはどうだハイヤーハイヤービジュゲイト追い詰められちまったが俺の勝ちだな。Oh, du hast kein räumliches Sehen. Ja, das ist natürlich so ein kleines Problem. So, voilà. Dann haben wir es jetzt ins Dorf geschafft, oder? Oh, nee, doch nicht. Ich dachte... dachte, wir wären nah dran. Wie 40er sind das? Welches Level hab ich, ist die Frage. Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Eigentlich dürften die Viecher mich gar nicht groß jucken mit dem Level, ne? Ah, okay. Tun sie eigentlich auch nicht. Ich zerstöre mal die Viecher. Und sammeln natürlich fleißig Zeug. So ein Speicherpunkt. Speicherpunkte bedeuten meistens Dinge. Also ich weiß nicht selber, wie das ist, aber meine Schwester hat auch kein räumliches Sehen. Und ja, da hat man halt das ein oder andere dann auch von ihr mitbekommen, wie das so ist. あの日村は滅んだって。ああ、全滅するところだった。危ういところをアーサー、アルトリウス様の力で救われたのよ。違う、あの男がやったのよ。あいつがライフセットを生贄に。ライフセットのことは残念だった。残念で済ますき。ラフィーはあの子は死んで。本当にすまない。だが希望を捨てないでくれ。そうだよ、あの子はまだ生きているんだから。生きてラフィーレイプ。あんたの家にいるわ。安心して、みんなで世話をしてきたから。そんな、ベルベット、ラフィー müsste eigentlich auch größer geworden sein, oder? Zentral in Kalifornien gibt es eine Schießerei. Das sind wichtige Infos. Chris verstört mich gerade. Er sagt, in Zentralkalifornien ist gerade in diesem Moment eine Schießerei. In der YouTube-Zentrale. Ach, in der YouTube-Zentrale in Kalifornien. Ach, deswegen funktioniert YouTube nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, danke, Bot. Danke.
Well played, Nightbot. Well played. Oh. So, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir überhaupt irgendwo hin? Oder mache ich für heute Schluss mit euch? Nach dieser schockierenden Meldung. Ja, genau, YouTube. Noch nie von YouTube gehört? Oh, zwei Tomaten. Oh, pling pling. So, ich würde jetzt sagen, sie wundert sich nochmal darüber, dass Luffy lebt. Ja, YouTube muss jetzt auch verlinkt werden. Was zur Hölle? でも村全部が幻覚でなんてありえません。普通はの。どうする？ 片っ端から切り倒してみるか。いや、敵も俺たちも目的は同じだ。クーマを探す。Okay, sie und die Feinde verfolgen dasselbe Ziel. Was ist dasselbe Ziel? ベルベットと一緒に行く。好きにしろ。そばで見ててやれ。あいつちょっと普通じゃないからな。 Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter. Zuerst gucken wir uns natürlich um, was hier so abgeht. Nee, nee, mein Sohn hat damit jetzt aber nichts zu tun. Auch ich wäre vorsichtig an dieser Stelle. Huch, was? Warum hat sie das getan? Gegen Schmerz können Menschen ankämpfen, jedoch nicht gegen... Gegen was? Gegen ihre Gefühle? あの日以来ずっと眠ったままなの。いや、しれ。コーマ。それでも生きてるならいい。私が絶対見つけるから。ラフィーの目を覚ます方法。 Ich frage mich heute immer noch, wohin hat sie ihn geküsst? Weil gesehen hat man das ja nicht. どうしたライフィセット。元気がしょんぼりのようじゃが。そんなことないよ。ベルベット。
Er ist traurig, weil sie den echten Luffy jetzt wieder hat. Anata mo life set tte yunda. Sugoi guzen ne. Warukatta wa ne. Nanka. Ki ni shite imasen. Kore kara dou shimasu? Konban wa. Hisashiburi ni life set no suki na mono tsukutte agete yo. Soup to ka nara nomeru shi. Nioi ni tsurarete me o samasu kamoshirenai yo. So, しよっかな。買い出しの間、見ててくれる？ Einkaufen, einkaufen. 僕も手伝っていい？お願い。味見してもらわないといけないから。So, und wie es das nächste Mal mit Luffy weitergeht, 特製キッシュを焼こう。それに、erfahren wir nicht heute.Sondern beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Chris hat mich gerade böse angeguckt, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht gespannt, wie es weitergeht. Doch, natürlich bin ich gespannt, wie es weitergeht, auch wenn ich so ein bisschen weiß, wie es weitergeht.Auf jeden Fall werden wir noch das ein oder andere Interessante erleben. Stimmt, wenn es nicht das nächste Mal wäre, wäre es nicht das nächste Mal. Mein Kopf ist einfach kaputt. Ich hoffe, wir haben morgen auch wieder Spaß bei Is. Seid dabei. Vor mir habt ihr den Vogel. Den können wir dann wieder ein bisschen rupfen.Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Bis bald. Tschüss.